It's a little bit of a special moment for me, as this was the first game that I ever speed ran, so it's nice to actually get it up here on the GDQ stage. Got a couple of friends on the couch behind me, if you'd like to introduce yourselves. I'm Ripchip, I run a couple other Star Wars games. And I'm Dangerous, I'm most well known for my participation in the Alan Wake 2 flash mob last night, so. It was a very good mob. Alright, so let's go ahead and get this run started. I'm going to start a new file. I'm going to play on the easiest difficulty just because there are a few places in the run where I'm going to have to just deliberately take damage and hopefully be able to ignore it. And if I play on higher difficulties, that doesn't really work. So, yeah, if everybody's ready, I think we can start in 3, 2, 1, go. Go! Good luck. GLHF. Alright, so we get the famous Star Wars opening crawl. This is one of the pre-rendered cutscenes in the game, and all of the pre-rendered cutscenes are skippable, except that they are covering up loading screens, so I'm stuck watching it for at least a little bit until the game's done loading. Skippable until they're unskippable. Ich hab dem Kommentator Bescheid gesagt, aber, ja. Also, just want to say, whoever said the Clone Wars was the best Star Wars, your opinion is incredibly valid. There is a conflicting opinion in our donations, if I can read it. Sure. It's $25 from Queen Luigi saying, woke up from a dead sleep to say Andor is the best Star Wars. Ah, that's pretty compelling there. May I read another? Sure. We have $5 from Sporadic Erratic saying, hey. Best Star Wars is the new animated series Star Wars Visions. I was really blown away by how beautiful some of the episodes are. Thank you so much, Essie, for that wonderful donation to Doctors Without Borders. I didn't realize how long this crawl was. I know. There's a reason it's called. Hi, Tropic. Exactly. Let's continue getting Star Wars opinions in. We're seeing that Star eigentlich Wars sollte jetzt, sollten wir jetzt einen Kommentator haben, aber und eigentlich, ja. Usually doesn't take this long to skip, but I'm trying though. You can see the little part. Und eigentlich nicht. Bottom right. At least this gives everyone who's watching ja, a little bit of a clue on, like, what the story is. Okay, Star Wars The Force Unleashed und Killing Time haben die Plätze getauscht. So it's good for them to kind of see what it looks das like. Ist auch mal so im Schedule an. And it takes time to read it too. That's so, true. Yeah. Especially because it's angled as well. Yeah. Well, I mean, it's the same plot, I guess, as any Star Wars game. I mean, John Star Wars is trying to stop the bad guys. 14, 14, fing das an. Yeah. And then he Star Wars is everywhere. I'm actually really surprised it's taking this long to skip. Yeah, it usually doesn't make it past the text scroll. Yeah. I will say we have a common opinion here from Arthur, $50 supporting MSF, saying Clone Wars is indeed the best Star Wars. So indeed, it is now continuing on with the Clone Wars love. And we're over $5,000 for that Wario Land 100% incentive. Let's go! Let's go. Ja, eigentlich wäre Killing Time dran, aber laut dem Mainstream-Schedule haben Force Unleashed und Killing Time die Plätze getauscht. Well, I feel like it's the basic... The basic opinion, like, oh yeah, of course you say Empire. Everyone says that. It's just a good movie. It is a good movie. Ich hab dem Kommentator eigentlich Bescheid gegeben, aber. Well, the good news is we're getting to see more of this cutscene. There we go. All right, there we go. There finally. We go. Okay, so here we're into the tutorial level of the game where we're playing as Darth Vader. Now his normal movement is this really slow, menacing walk, but we want to go faster, so I'm going to spam jump, which. Oh, Sekiro. Never mind, sorry. I've always just found it kind of funny seeing Darth Vader hopping around like he's yeah, Sean Magada. And there he goes, he's unleashing the force right there. Roll the credits. It has been unleashed. Time. Unleashed it all over that door. I guess this would probably be a good time to talk about the myriad physics engines they have incorporated into this title. Right. So one of the points of this game when it was about to come out was that it runs at least three different physics engines, kind of all at once. There's one for biological materials, like these plants that'll sway around back and forth, like they bend and they go back to normal, but also wood will splinter. There's another one that handles metal, so that metal will bend and then stay in the position it was bent to. And then a third one for glass that lets it shatter. And here's one for wood splintering.
is. He's truly unleashing the Force. We've seen the Force unleash like 3 times already. A little block there. It's all right. So, fun fact, Wookiees do not know how to ride elevators. Just got a little tummy ache. That was my best impression. I can't do any better than that, I'm sorry. I think you did pretty good, honestly. Well, thank you. I tried my best. So another thing I should probably mention, this is the PC version of this game, which is the same as Xbox 360 and PlayStation 3. The game is also out on PlayStation 2 and Wii with its other version, and that version is also somewhat recently ported to the Switch. So I'd imagine most people are probably more familiar with that version. There's also a version on the DS, and another version on the PSP, and yet another version on iOS and N-Gage, if anybody remembers the N-Gage. Hallo. What is this, Skyrim? Hallo, Sif. Hi. Ja, ich hab's gerade gesehen. Ich hatte vorhin noch geschaut und da stand 14.40 Uhr und da hatte ich noch kurz was zu erledigen. War jetzt gerade zu Hause wieder rein und war erschrocken, als ich hier gerade einen Darth Vader gesehen habe. Ja, passt schon. Grüne Gott dir. Ja. So, hallo. Nochmal herzlich willkommen zu Star Wars The Force Unleashed. Mein Name ist Johnny und ich kommentiere heute für euch den One. Also hier, zu Beginn des Spiels sind wir auf Kashyyyk, der Heimatplanet der Wookiees, und wie wir schon gesehen haben, als Darth Vader, man springt immer. Das hat den Grund, weil der Darth Vader nur langsam laufen kann und man versucht halt immer so schnell wie möglich sich fortzubewegen, deswegen springen. Das ist ungefähr 30% schneller. Und hier sehen wir auch schon den ersten Bossgegner. Das ist so eine Woke Jedi. Das ist eigentlich ja auch der Auftrag von den Vader, herzukommen und Jedis zu töten. Und dabei entdeckt er einen Gaiden Merrick, aka Starkiller. Den nimmt er mit und hat dann den Plan, ihn quasi zu seinem Schüler zu machen. Und jetzt machen wir einen Trick. Wir versuchen, indem wir Missionsauswahl wählen, dann die aktuelle Mission, die wir haben. Ah, da zeigt es jetzt gerade auch im Detail. Auf Neu starten und dann spammen wir auf dem Steuerkreuz die Taste nach unten. Und dadurch denkt das Spiel, wir wären in den anderen Level und wir können zwischen 1 und 3 Level überspringen. Je nachdem, wie gut das Timing ist. Wenn man ein bisschen langsameres, aber konstanteres verwendet, so habe ich es jetzt im Training gelernt, dann schafft man die Dreie immer. Ja, und es hat perfekt funktioniert. Dann landen wir quasi 3 Level weiter. Wir müssen jetzt kurz die Cutscene ein Stück schauen, bis die Ebene geladen hat. Dann überspringen wir die Cutscene, dann klicken wir wieder auf Missionswahl, klicken die aktuelle Mission an, klicken wieder auf Neustart und dann das gleiche Spiel von vorne und wir überspringen die wieder, im besten Fall wieder 3 Missionen. Also scheint das Spiel ziemlich kaputt zu sein. Ja, genau. So macht man quasi nur Kashyyyk, das Training als Darth Vader und den Todesstern. Und die Missionen, die sind nur so lange verfügbar, wie wir drinnen sind. Und wenn wir dann zum Beispiel dann den Glitch nochmal gemacht haben und wieder 3 Missionen weitergesprungen sind, sind die Level, die vorher da waren, auch wieder zu. Wie wir es jetzt schon sehen, das steht gesperrt. Macht auf Neustart. Ich weiß jetzt nicht, ob man es im Restream hört. Wenn alles richtig geklappt hat, dann klickt um das Geräusch, wo man durchs Menü führt während der Cutscene. Und das ist immer ein Indikator dafür, dass man das gepackt hat. Und es hat erneut perfekt funktioniert. Wir sind jetzt schon im letzten Level beim Todesstern. Love to see it get destroyed. Good luck to the runner. And by the way, the best Star Wars is Rogue One. Ja, das Quicktime-Event hier in dem Spiel, das macht auch richtig Bock.
And for anybody out there that is a fan of following actors and voice acting, that is Sam Witwer that you were. Und das ist, by the way, immer die gleichen Knöpfe, die wir in die Quicktime-Events drücken. Deswegen, wenn man sich die merken kann, kann man das schnell abschließen. Ich bin mal gespannt, welchen Anzug er uns gleich noch zeigen wird. Weil in seinen Ones, weil das ja hier die Ultimate Sith Edition ist, gibt es sämtliche Anzüge von Qui-Gon Jinn, Obi-Wan, dann den Obi-Wan als Ben und so. Und die kann man dann wählen. Und dann ist der Starkiller zumindest im Gameplay, ja, zum Beispiel jetzt für Obi-Wan. In seiner PB hatte er mehrfach im letzten Level, weil die Zeit ja angehalten wird. Man rechnet ja in-game den Anzug gewechselt. We've got $5 from Daedalus saying heir to the Empire is the best Star Wars. Ich wundere es gerade, dass die Cutscene so lange geht. Normalerweise die müssen schon lange überspringen werden können. Aber solange hier die Silhouette unten und ein Starkiller kommt, kann man die überspringen. Auch kein Incentive jetzt von wegen die Cutscenes laufen zu lassen. We got $10 from Cody saying I wholeheartedly agree with the person loving and. Ja, was hier ein gutes Incentive wäre am Ende, ich weiß nicht, ob es sowas gab, ob man die helle oder die dunkle Seite nimmt. In Speedrun nimmt man die dunkle Seite, indem man ein zweites Mal gegen den Vader kämpft, weil das knapp eine Minute schneller ist. Aber man kann auch jetzt gegen den Palpatine kämpfen, das wäre dann die helle Seite. Kann ich ja vielleicht kurz hier erklären, da Starkiller wurde von den Vader beauftragt, eine Rebellion zusammenzustellen, um die Feinde von den Imperator zu identifizieren. Und eigentlich hatte da Vader einen Starkiller angelogen und wollte dann quasi mit ihm zusammenherrschen. Derweil ist der Vader hier den Palpatine treu ergeben und hat eigentlich nur vorgehabt, die Feinde herauszulocken und hier zu vernichten. Gizmo 035 richtet dir Grüße aus. Yeah. Danke, zurück. Perhaps you can consider this $5 donation from Anonymous that says the best Star Wars is Knights of the Old Republic 2 with the cut content modded back. Und hier entschließt der Vader sich halt, nachdem er alle gefunden hat, seinen Schüler zu töten, weil das ja gegen die Regel der zwei spricht, ein Schüler und ein Meister. Und der Meister ist ja der Palpatine und der Vader, obwohl einer der stärksten ist, immer noch der Schüler hier. Deswegen muss der Starkiller weg. Und das ist ja ein Droide, der die Kampfsilhouette von den Obi-Wan nur übernommen hat. So, jetzt sind wir im letzten Level im Todesstern. Wir müssen jetzt unsere Freunde retten. Ja, Proxy hieß ja Droide. Oh, das sieht gerade nicht gut aus. Man muss, glaube ich, hier hinten das Sith Holocon nehmen, um neue Gesundheit zu bekommen, sonst geht er hier whip. Would a pun help power you up? Ich glaube, er macht die Mission lieber einen Neustart, statt sich das Holocom zu holen. Das überrascht mich jetzt. Weil dort hinten, ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, ist ein rotes Dreieck. Das ist ein Sith Holocom, das hat ihnen volle Gesundheit wiedergegeben. Good job. Weil Problem ist jetzt, da wir alle Level übersprungen haben, haben wir keinerlei Upgrades und die bräuchte man normalerweise, um das Rudel von Gegnern hier zu eliminieren. Und er hat jetzt quasi versucht, mit der Macht den Boden zu biegen und runterzukommen. Das hat jetzt im zweiten Anlauf gut geklappt. Jetzt sind wir in der Laserkammer des Todessterns und wir müssen uns hier durchbewegen. Und immer wenn der Laser aufgeladen wird, müssen wir in Deckung gehen, sonst sind wir Instant Whip. Jetzt geht er hier rein und holt ein Jedi Holocon. Das bringt 10.000 Force-Machtpunkte, damit er sich später ein Upgrade kaufen kann, was er benötigt. So ein Machtash, damit er einen Spezialschub machen kann, um so knapp eine Minute zu sparen.
Jetzt hat er den Gegner eliminiert. Das ist aber auch der Einzige in den Raum. Jetzt hinterher den Defolokan. Das gibt ihm eine Aura, die ihn unverwundbar macht. Damit er nur die Kleinen eliminieren muss. Die Großen ignoriert er mit einem Flammenwerfer. Hier hat man kurz die Flammen gesehen, die er abbekommen hat, um das Tor zu öffnen. Und jetzt ist der erste Teil vom Todesstern beendet. Ja, der Todesstern, der hat eine immense Stromrechnung. Auch hier nutzt jetzt wieder die Macht, um das Tor zu öffnen. Und auch hier wieder ein Holocon. Und ein paar Punkte fehlen noch, da wird er hier vorne dann noch ein paar kleinere Gegner eliminieren. Weil jetzt hat er 3 Stück geholt und er braucht noch ein paar einzelne Punkte, um ein Upgrade zu bekommen. Jetzt wird er einen Anzug. Er hat wie in sein BB-1 den Stormtrooper gewählt. Aber die sind noch rein optisch. Gut, weil er die anderen von 10 Minuten hat, hat er jetzt die Punkte und kauft sich jetzt das Upgrade, damit er gleich den Spezialsprung machen kann. Was wir dort sehen werden, während der Laser schießt, springt er an der Seite rüber, macht einen Doppelsprung und dann im richtigen Moment so einen Machtdash, um auf die andere Seite rüber zu kommen. Und klappt's? Ja, perfekt. Das sehen wir vorne gleich noch ein zweites Mal. Jetzt wechselt er wieder das Kostüm. Ich gehe mal davon aus. Nee, ich hätte gedacht, der nimmt den Machtgeist. Also im BB-1 hat er den Machtgeist genommen, aber er nimmt den C3PO. Das Anzugwechseln ist übrigens wie Kontrollpunkt laden. Das hat er auch gemacht, damit die Sequenz zurückgesetzt wird, weil sonst hätte er ein bisschen länger warten müssen, bis der Todesstern erneut feuert. Da hat er die Zeit genutzt, um den Anzug zu wechseln. Jetzt nutzt er den Dash, um schneller voranzukommen. Hier unten ist eigentlich jetzt ein Mini-Bosskampf gegen zwei. Oh, ich weiß jetzt, mir ist jetzt der Name entfallen. Kampfläufer heißen die, glaube ich. Aber die ignoriert er, indem er im perfekten Abstand zu denen steht und nutzt nur die Macht, um den Generator an den Strom anzuschließen, um den Gravilift zu aktivieren, um auf die Plattform hochzukommen. Sonst hätte er sehr arge Probleme, den Kampf zu bestreiten, da er ja keine Upgrades hat. Ole, vielen herzlichen Dank für den Raid. Oh, das läuft gerade nicht so gut. Wenn man es richtig macht, so wie jetzt gerade, im zweiten Anlauf kann man es aktivieren, ohne getroffen zu werden. Weil jedes Mal treffen holt den aus der Macht raus. Das will man mit aller Macht vermeiden. Jetzt kommt so ein Mini-Bosskampf gegen den Palpatine, seine speziellen Wohnwächter. Und dann nähert man sich auch schon langsam dem Ende. Man muss sie alle eliminieren und der Boss ist der in der Mitte mit der schwarzen Kleidung. Ja, das ist jetzt wieder die Aura geholt, um unverwundbar zu sein, und das, was er jetzt hier macht, ist die zweitstärkste Attacke im Spiel, indem man von oben senkrecht mit dem Schwert runterspringt. Das versucht man auch in jedem Bosskampf, außer gegen den Darth Vader, weil der würde ihn mit der Macht wegschubsen. Da versuchen wir aber unsererseits, ihn dann mit der Macht wegzuschubsen, so wie es hier gerade war, und dann so senkrecht ihn zu erstechen. Das ist nämlich die stärkste Attacke im Spiel. Jeder Gegner bis auf einen Boss ist damit Instant Whip, und ein Bossgegner verliert ungefähr ein Viertel seiner Lebensenergie. So, dass ich noch ein paar Verstärkungen für den Kampf.
Das konnte er jetzt machen, weil er ein paar extra Punkte hatte. Normal hat er an seinem PB1 das nicht gemacht, weil er dort weniger Punkte hatte, weil es dort allgemein runterlief. Jetzt kommt eine kurze Cutscene und dann beginnt die erste Phase gegen den Darth Vader. Er hat insgesamt 2 Phasen und wenn man dann den Vader am Ende wählt, kämpft man also insgesamt hier 3-mal gegen ihn. Die erste Phase ist noch relativ einfach, die zweite ist dann schon ein bisschen komplizierter. Man darf man nicht so nah an ihn ran, weil er ihn dann mit der Macht packen tut und durch die Arena schleudert. We also have $5 from Matt saying the best Star Wars is Dark Forces. That is an incredibly good answer. That is a good answer, yeah. All right. I'm not biased on that at all. Was ja hier sehr gut ist, wenn du stirbst, behältst du aber die Punkte, die du gesammelt hast. Da kannst du gefühlt 100 Mal gegen die gleichen Gegner verlieren. Irgendwann kannst du die besiegen, weil man dann genug Punkte für Upgrades hat. But the Chinese release with their English dub, specifically the line, the geography of my situation is... Jetzt sehen wir hier noch eine kurze Cutscene. Ja, das Estimate war sehr knapp bemessen. Ist er hinter ihn gegangen, von hinten ist er wieder ein bisschen schwerfälliger und dann versuchen wir, ihn einzuschlagen. Hier hat man gesehen, dass er versucht hat, den Todesstoß zu machen. Das steht auch im Leitfaden, dass das gegen den Vader leider sehr selten funktioniert. Jetzt hat es funktioniert. Auch wenn, wie im ersten Versuch, die Animation kommt, kann es passieren, dass er in die meisten Fälle keine Energie verliert. Das ist eine PB in Realtime, ist, ich glaube, 15 Minuten. Und da war das Estimate schon knapp bemessen. Genau, jetzt ist 11 Minuten 46 in Game Time. Genau. Und hier hat er jetzt die Macht genutzt, um Objekte zum Vader hinzuschleudern, um den ins Taumeln zu bringen. Sonst passiert das, was ich schon angesprochen hatte. Er war jetzt zu nah dran, weil er einen Schlag zu viel gemacht hat und der Vader hat ein paar Mal mit der Macht gepackt. Mir ist das hier schon passiert, dass er einen 6-7 Mal mit der gleichen Animation gepackt hat und man musste dann immer B-Spam, um rauszukommen. Nur jetzt der Vader regulär besiegt. Jetzt kommt noch ein kleines Quicktime-Event. Bin mal gespannt, wem er wählt. Ob er jetzt für den Speedrun den Palpatine wählt oder ob er, weil er schon ein bisschen hinter der Zeit liegt, hinter dem Estimate, lieber den Vader nimmt, weil der ist sehr einfach zu besiegen. Oh, it's absolutely canon for me. Weil wir den quasi hier schon halb zerstückelt haben. You can decide which ending to you can get from here. There's two different fights you can do. You can Ja, genau, das war eins der besten Star Wars Spiele mit. Fighting the Emperor. Ja, er nimmt eine Darth Vader. Hier könnte er Glück haben, wenn er den jetzt hier hinterlockt und dann mit der Macht dran zieht. Dass so wie es jetzt funktioniert hat, er den Todesstoß machen kann, jetzt noch ein zweites Mal. Ja, es hat jetzt nicht ganz funktioniert, aber er ist trotzdem jetzt gleich besiegt. Der Kampf ist sehr schnell. Kommt dann noch rechtzeitig hin? Nee, leider nicht, aber er ist besiegt. Jetzt kommt noch ein Quicktime-Event und dann ist Time. Das bezweifle ich, Winnie. Also ich persönlich würde sagen, die besten sind Force Unleashed 1 und 2 und die, von den neueren, die Jedi-Reihe, also Jedi Fallen Order und Jedi Survivor. Hier kommt jetzt noch eine Cutscene, wir versuchen unsere Leute zu retten, damit sie entkommen können. Dabei werden wir von den Palpatine getötet und dann zu seinen neuen Schüler gemacht. Weil das ja hier ein Legend-Spiel ist, kann man ein bisschen übertreiben. Der Vader ist am Ende und der Starkiller nimmt den Platz von dem Vader ein.
the menu glitch that was accidentally found by a runner called Pestilus and then made consistent by another glitch hunter called Hotshotwire. Man kann sagen, das gute Ende, wenn man jetzt gegen den Palpatine kämpft, das ist noch das, was am ehesten in den Kanon passen würde, aber das böse Ende überhaupt nicht.